Habt ihr schon mal einen Rentner gesehen, der wegen GTA-RP komplett ausgerastet ist? Ich auch nicht. Aber jetzt werden wir es sehen. Dieser Mensch ist wirklich durch. Ich kenne ihn nicht, ich habe ihn noch nie gesehen, ich habe nur Rollenspiel gemacht, aber er wollte mir wirklich Böses antun. Bitte guckt euch das Video an und kommentiert und liked, um ihn maximal zu triggern. Ab 21 Uhr das Unicorn geöffnet. Laura hat geschrieben, heute Abend ab 21 Uhr, und es ist 21 Uhr, wir gehen zum Unicorn-Chat. Digga, ich finde das irgendwie komisch immer, wenn eine Frau, ich meine, okay, sowas muss es auch geben auf einem RP-Server, aber welche Frau entscheidet sich, GTA-Rollenspiel zu spielen und dann zu sagen, ich möchte gerne eine N*** spielen? Ich glaube, da muss irgendwas schiefgelaufen sein, Digga. Ohne Witz, die müssen irgend so einen Daddy-Komplex haben. Was machst du so in deiner Freizeit als Hobby? Ja, ich bin gerne N***. Ich weiß noch, auf einem Server, wo ich war, da bin ich ins Vanilla Unicorn, da habe ich einen Striptease oder Lapdance bekommen. Und während die da so ins Mic gestöhnt hatten, na süßer und so, hat man ihr Baby im Hintergrund gehört. Digga, das war so cringe, Alter. Da stehen ja schon die Kachs. Aber ich geh mal rein. Hallo, machen Sie Auto aus. Was? Sie sollen Ihr Auto ausmachen. Was willst du denn von meinem Auto? Ich bin sowieso gleich wieder weg. Machen Sie doch mal Ihr Auto aus. Nee, mach ich nicht. Ich bin sowieso gleich wieder weg. Was willst du von meinem Auto? Machen Sie bitte das Auto aus, der Herr. Nee! Dann kommen Sie auch nicht ins Lokal, Warum? weil da Störgeräusche sind, Umweltverschmutzung. Sie haben die Wahl, entweder Auto aus oder Sie bleiben draußen. Ein Türsteher von einem Puff macht sich Gedanken um die Umwelt? Moment mal, haben Sie gerade Puff gesagt? Es ist kein Puff. Nee, ist es nicht. Na, ich dachte, die Alte geht da auf den Strich. Was ist denn hier los Wusste ich hier? nicht. Okay. Okay, hey, bleib doch mal locker. Steigen auf. Hey, bleib. Digga, was ist los mit denen? Aber sie hätten vorher mal das Auto ausmachen können, da? Ach du Kacke, Digga. Ja, komm hier mit. Ich wollte ihn gerade in den Müll bringen, da wohin gehört. Oh Gott, Digga. Oh, da steht ja schon ein Admin. Ach du Scheiße, Alter. Beleidigung? Da fragt man sich so wirklich, hat dich dein Baba geboren? Sag mal, warum wurde ich hier gerade gebannt? Okay, das ist, glaube ich, dann nicht mein Fall wahrscheinlich. Da wird sich dann in dem Falle Laura und Urisiris drum kümmern. Hallo Laura, ich wurde wegen Beleidigung gebannt. Ja, genau, Hör mal wurdest zu, du. hör mal zu. Du bist jetzt schon zum dritten Mal hier, du kleiner Bastard. Hast du eigentlich kein Gehirn? Kannst du nichts Vernünftiges arbeiten, außer die Leute auf den Sack zu gehen? Entschuldigung, kannst du bitte nicht beleidigen? Das machst du ständig mit den Frauen. Du bist ein Frauenhasser, du bist ein Nein. Frauenverachter, du bist einfach nur ein Nein. Spacken. Nein, das Es hat stimmt sich noch nicht. niemand, pass mal auf, es hat sich noch niemand getraut, dir die Meinung zu sagen, aber ich werde es tun. Und Okay. egal, ob du wie in deinem YouTuber, ob du andere Leute drohst, dass du bei denen vor der Türe stehst, dann komm. Nein, ich hab doch nie. Nein. Du wirst nie wieder auf den Server kommen, sonst werde ich schwöre dir, kommst du noch einmal und machst so eine Scheiße, zeige ich dich an. Laura, Ich was? schwöre dir bei Gott, verpiss dich, du Bastard! Laura. Was sagt er da? Die haben mich gebannt. Tschüss. Jungs, das ist der Server. Unbreakable V. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, der Typ heißt Osiris oder so. Bruder, nimm die. Das war seine Frau, die ich da im RP. Ich hab die im RP beleidigt. Neuer Alert. Ich schwöre auf meine Mutter, das ist ein neuer Alert. Digga, ich hab noch nichts gemacht. Digga. Oha! Digga, darauf erstmal Popcorn, Digga! Oh mein Gott, Digga! Bruder, wie viel Hass man in sich drin haben muss, ne? Guck mal! Laura zockt. Bruder, ist das schon kaputter gewesen? Ah, das letzte Mal vor 23 Tagen gestreamt. Ich guck mir das mal an hier. Ha! Bruder, die machen nichts anderes außer Sex-RP. Was ist das, Digga? Was macht deine Frau da, Winnand? Was macht denn deine Alte da, Digga?
Bist du deswegen so sauer? Du lässt dort Frauen ihren Körper verkaufen und ich bin ein Frauenfeind oder was? Was schreibt denn der da rein, Digga? In letzter Zeit bekomme ich immer mehr seltsame Nachrichten, in denen gefordert wird, dass wir den Kinderchar abschaffen, da diese Leute der Meinung sind, Menschen, die einen Kinderchar spielen, wären alle Pädophile und Kranke. Also ich sage mal so, Leute, die Kinderchar spielen, sind nicht unbedingt Pädophile oder Kranke, sie gehen aber nicht vernünftig mit diesen Chars um. Haben wir schon tausendmal erlebt, ja? So etwas zieht aber Pädophile an. Das muss ihm klar sein und das muss er eigentlich wissen, obwohl der ist ja so durch in der Birne. Wir das Team von Unbreakable V haben nun mehrmals darüber gesprochen, wie es weitergeht und haben nun entschieden, dass die Kinderchars bei uns bleiben. Wir lassen uns von anderen Servern oder wer auch immer dahinter steckt nicht sagen, was wir zu tun haben und was nicht. Das Ganze hat nichts mit irgendeiner Erkrankung zu tun, wie von ihnen behauptet wird, wenn jemand krank ist, dann die Leute, die sowas fordern oder schlecht reden. Also diejenigen, also alle, die sagen, Kinderchars gehören nicht in GTA RP rein, sind also krank. Er ist gesund in seiner Birne, ja? Aber alle, die sagen, Kinderchars gehören hier nicht rein, sind krank. Digga, du bist ein geisteskranker Psychopath, okay? Du ziehst damit Pädophile. Du ziehst damit Pädophile an. Und das weißt du. Aber für Geld tust du nun mal alles. Dir geht es halt um Geld und du weißt ganz genau, Digga, du weißt ganz genau, dass solche Chars auch Pädophile anziehen. Und es ist dir einfach scheißegal, solange das Geld läuft. Du geisteskranker Psychopath, Digga. Wie kann man nur so durch sein? RP ist die Abkürzung für Roleplay. Ach so, wirklich? Das bedeutet, dass sich Spieler in einen anderen Charakter hineinversetzen, der in der virtuellen Welt lebt. Ach so, und du bist einer, der das kann? Haben wir ja gerade gesehen. Ich habe gerade, ey Digga, der ist OOC-Mad geworden und ist komplett ausgerastet, weil ich gesagt habe, weil die ja im Vanilla Unicorn sind, die arbeitet im Puff. Deine Frau arbeitet ja im Puff und ist daraufhin OOC ausgerastet. Hier will er mir jetzt erklären, er bleibt IC? Digga, wenn du nicht selber pädophil bist, dann weiß ich auch nicht, Digga. Daran erkennt man doch, dass du komplett durch bist. Du nennst mich einen Frauenfeind, weil ich in einer Rolle deiner Frau sage, die arbeitet in einem Puff. Das Vanilla Unicorn ist ein Puff. Und kriegst OO10 Ausraster, Digga. Benimmst dich wie, was weiß ich nicht was. Und sagst dann noch Leuten, ja, die fordern, dass Kinderchars weggehören. So eine Scheiße hat der auf seinem Server, ja. Digga, kannst du dir mal reinziehen, was die mit dem Glauben von Menschen veranstalten? Mit dem Propheten von Millionen, Milliarden von Menschen. Du bist ein krankes Schwein, du gehörst verboten, Digga. Von Milliarden von Menschen, dieser Mensch, der dort abgebildet ist, ist heilig, Digga, für Milliarden von Menschen und dir ist es einfach nur scheißegal. Aber Brasco ist ein böser Mensch, weil er IC halt sagt, deine Alte arbeitet im Puff und du schickst die auf den Strich, Digga. Machst du. Geisteskrank. So, Herr Pfarrer. Eine Sekunde, man nennt das, glaube ich, in der Jugend Nummer klären. Meine, von wem willst du dir die Nummer klären? Niemand, Entschuldigung. Katholischer Pfarrer, du darfst nicht bumsen. Digga, ihr seid so krank, ne? Es geht nicht um die sexuellen Gefühle, es geht um... Ich bin Papst, ich kann das Scheißbuch umschreiben. Bist du behindert, Amana? Du bist katholischer Pfarrer, die bumsen nicht. Ich bin Papst, ich kann das Scheißbuch umschreiben. Ich bin Papst, ich kann das Scheißbuch umschreiben. Digga, ich als Nicht-Christ bin davon wirklich getriggert, Digga. Ich finde das so respektlos. Ich finde das so respektlos. Und dann von Menschen, die sowieso IC und OOC nicht trennen können. Das ist einfach nur respektlos. Ich hoffe, ey Digga, ich hoffe, dein Server wird sowas von gefickt, Digga. Dein Server muss sowas von offline. Jungs, dieser Server muss offline. Ich meine das wirklich ernst. Nein, warum will mir hier jeder alles versauen? Wenn du Druck hast, Alter, dann geh Freitag zum Bauern, hier ist die Kühe bumsen. Hm? Ich hab die Lösung. Du machst es mit ihr im Beichtstuhl und nimmst dir gleichzeitig selber die Sünde. Er könnte doch 70 sein, das Alter spielt keine Rolle. Aber der Typ, der vorhin bei mir komplett im Stream ausgerastet ist, ja, ist 55, kann IC und OOC nicht unterscheiden, ist komplett ausgerastet, weil ich IC zu seiner Alten gesagt habe, die arbeitet im Puff. Und sagt jetzt zu einem Typen, der angeblich eine Rolle spielt als Priester, der soll hier irgendeine Alte auf dem Beichtstuhl ficken. Was für ein respektloses Schwein, Digga. Auf diesem Server möchte er Kinderchars haben. Das ist, Digga, Da steckt so viel pädophile Scheiße drin. So ein dreckiger pädophiler Server. Digga. Oh mein Gott. Auf diesem Server sollen Kinderchars gespielt werden.
Mit so einem perversen Schwein, Digga. Ich kann aber auch ein Miststück sein. Wie gesagt, die reden hier so. Ist ja auch okay, Digga. Redet so. Aber Kinderchars sollen gespielt werden. Besser ist es, Daddy. Die passt nicht mal in ihren Gaming-Stuhl rein, Alter. Und macht hier einen auf sexy, Alter. Mami. Daddy. Mami. Boah, Daddy. Bitte, Alter. Yo. Alter. Bin ich halt, entschuldigen. Ja, ich rede nicht von dir. Ich rede von Henry. Digga, hört ihr, wie alt der ist? Der ist nicht so, der ist keine 20 oder so. Dieser Server existiert nur, damit der ein oder andere seine pädophilen Gedanken dort einfach ausleben kann. Amanda, das heißt ja wie, Lea ist ganz böse ab und zu. Daddy. Die machen sich hier an einen 15-Jährigen ran. 55 und 40 machen sich an einen 15-Jährigen ran. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Er sammelt noch die Erfahrung. Sollen wir ihn zugucken lassen? Sollen wir ihn zugucken lassen? Jungs, ich rate euch, ganz ehrlich, ich würde euch raten, so die Tage mal auf diesen Server zu gehen. Guck mal, die können sich jetzt nicht sicher sein, was die nächsten Tage los ist. Ihr könnt jetzt natürlich auch dahin gehen und die hopsen und dann richtig rein. Ja, das ist gar kein Thema. Aber ich würde euch sagen, geht hin, wenn sie es nicht erwarten. Die werden jetzt für Tage Psychosen bekommen. Salam alaikum. Ja, ich bin ein Simp, Digga. Anikis Artak, Charmota, Herbe, Emma. Elendiger, dreckiger Hund. Die Waschmaschine ist im Schleudergang. Merk dir mein Gesicht und merk dir meinen Namen. Kommst du her? Wir sind in Berlin auf Beton. Bei denen, Frauen sind Tiere, Hunde. Ich darf nicht mit dir reden. Ja, ich bin ein Simp, Digga. Willkommen im Support.